So, hallo, wir machen weiter bei Isaac Afterbirth in unserem extremst interessanten Run, mit dem wir ordentlich Damage abbekommen haben. Wir haben alle drei Orbitals, wir haben Krampus Head dabei und wir haben den Boss Rush geschafft. Also der Damage ist, ja, ihr seht es, er ist ein wenig insane. Und wir haben den Laser. Also ich bin sehr guter Dinge, dass wir jetzt hier sehr fix durchkommen. Und jetzt wird es noch schwieriger, nach passenden Steinen zu gucken. Aber auch klar, glaube ich, wir hatten fast alle Herzen. Ich glaube, ich muss jetzt gar nicht groß nach Steinen gucken. Und es wird auch jetzt, glaube ich, viel zu viel Zeit kosten, jetzt noch nach Steinen zu schauen. Deswegen, wir gehen einfach ganz fix ganz fix. Also, wir haben noch 9 Minuten. Wir haben noch 9 Minuten. Bis zum Herz. Soll ich es riskieren? Ich meine, es könnten coole Sachen drin sein. Ja. Wir haben 2 Schlüssel auf jeden Fall. Job kommt nicht mehr. Wofür sollen wir sonst unsere Schlüssel ausgeben? Komm ab dafür. Schießen wir mit Münzen noch zusätzlich. Habe ich kein Problem mit. Ansonsten war es leider nicht so sinnig, aber hat jetzt auch nicht ewig viel Zeit gekostet. Kann man mal machen. Ja, kann man mal machen. Ich glaube, das ist kein gleichzeitiges Damage-Up oder so. Yo. Das ist wieder... haben wir doch schon. Hä? Wir haben doch voll... Kann ich zweimal... Wieso habe ich das jetzt zweimal bekommen? Ich habe doch in dem letzten Itemraum habe ich doch schon Poison Touch eingesammelt. Seit wann kriegt man denn Items doppelt? Oder bin ich irgendwie dumm? Ich habe doch Poison Touch schon eingesammelt gehabt. Das war doch im letzten Itemraum. Das ist ja ganz neu, dass man das zweimal kriegen kann. Ich dachte, sowas verschwindet aus dem Pool. Ist es nicht mehr so, dass Items aus dem Pool verschwinden können? Die Zeit muss auch sein. Oh. Auf Diamond. Ja, okay, kann man mal mitnehmen. Wir haben ja... Aber irgendwas. Ich hätte Perthro einsetzen. Scheiße, ich muss meinen Perthro zurückholen. Wo ist mein Perthro? Habe ich Perthro jetzt hier liegen? Hä? Leute, habe ich Perthro irgendwo liegen lassen? Ich hab Perthro woanders liegen lassen, ne? Ja, ich hab meinen Perthro irgendwo liegen lassen. Ja, scheiße, okay. Dann egal, scheiß drauf. Geht jetzt nicht, ist weg. Oder habe ich es hier jetzt gerade? Nee, hier ist... Ja, keine Ahnung. Irgendwo habe ich Perthro verloren. Damit hätte ich natürlich das Item... So, ja, damit hätte ich... Aber ich hab's nicht... Ich hab's jetzt ja gar nicht mehr gehabt, Perthro. Wo ist mein Perthro hin? Wann habe ich denn das verloren? Keine Ahnung. Ist wie gesagt, ist egal. Geschenkt. Was mache ich denn gerade? Ich muss ja gar nicht sein. Fällt mir auf gerade. Ich bin dumm. Sorry. Das war gerade komplett sinnlos. Das war gerade komplett sinnlos. Ich habe gerade gar nicht nachgedacht. Das war richtig dumm. Ich dachte irgendwie, ich muss den Raum machen. Muss ich gar nicht. Okay, das sieht interessant aus. Charge Trends. Wir nehmen mal das mit dem Counterfeit Penny. Sorry, Counterfeit, aber hey. Was ist das? Uncorked. Keine Ahnung, bei mir hat das hier gerade besser gefallen mit diesem Zusatzeffekt hier. Ne? Das sieht brutal aus. Das sieht jetzt extrem brutal aus. Da sehe ich mich. Aber das waren gerade richtig dumme Hits. Also das war gerade... Ja, jetzt immer beim Boss. Ist okay. Aber das war gerade bescheuert. Das war gerade richtig bescheuert, was ich gemacht habe. Da ärgere ich mich jetzt schon, dass ich jetzt so viele Herzen einfach verschenkt habe. Aber was willst du machen, ne? War blöd. War einfach blöd. So, jetzt ist eine Pretty Fly zum Cube of Meat geworden, ne? Okay, das ist in Ordnung. Ab dafür. Das war richtig dumm jetzt. Das war richtig dumm. Meine Güte. Muss ganz kurz gucken, ob wir auch... Ja, Ton nimmt weiterhin auf.
Also ihr wisst Bescheid, ich rede über das Laptop-Mikrofon, ne? Und ja, damit ergibt sich eben alles. Okay, das Ding ist, wir haben 5 Minuten. Ich würde jetzt erst den Bossraum suchen, aber wir können die Arkade natürlich theoretisch bespielen. Um zum Beispiel wieder an blaue Herzen und so Zeug zu kommen. Jo moin. Aber das Ding. Ja, aber wie lange bespiele ich die Arkade? Ich würde vielleicht erst den Raum suchen und dann hierher zurückkehren. Ich denke, so machen wir es. Ich denke, so machen wir es. Weil Boom kann ja schon ein bisschen groß sein und dann, ne? Wäre es kritisch, wenn wir da jetzt aufgrund unserer Unachtsamkeit das verspielen. Okay, da gehe ich aber schnell rein. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, was der 5 macht. Ich gehe raus. Ich gehe sowas von raus. Ich weiß nicht, was der. Habe ich die Bombe mitgenommen? Ich weiß nicht, was der 5er macht. Kann sein, dass er irgendwas Cooles macht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe Angst. Ich möchte hier nichts falsch machen. Wahrscheinlich ist es jetzt eine ganz blöde Entscheidung gewesen, weil der 5er was Cooles macht und so. Keine Ahnung, aber ich möchte da jetzt nichts falsch machen. Okay, bisher waren die Räume relativ nutzlos. Und wie gesagt, es ist auch ein Run ohne Nachgucken, deswegen wundert euch nicht, wenn ich sage, ich weiß nicht, was der 5er macht, weil ich gucke jetzt halt nicht nach. Ne? Ich werde es jetzt auch nicht rausfinden, was der 5er macht. So, ich werde hier garantiert nicht. Nee, ich untersuche hier die Steine nicht. So schnell kann ich nicht gucken. So schnell kann ich nicht gucken. Okay, aber ich sehe, energietechnisch haben wir gar nicht so viel verloren, wie ich gerade das Gefühl hatte. Aber es war trotzdem dumm. Es war richtig dumm. Also, was ich da gerade alles verloren habe, es war richtig dumm. Hier sehe ich auch nichts Brauchbares. Okay, weiter. Sackgasse? Nee, keine Sackgasse. Es geht immer noch weiter. Könnte hier immer noch weitergehen. Ich hänge irgendwo fest. Achso, da ging es nicht weiter. Okay, es geht immer noch weiter. Das ist ein gutes Indiz, dass es hier zum Boss geht. Ja, das ist ein sehr gutes Indiz. Ich würde vermuten, hier geht es wirklich zum Boss gleich. Okay. Ja. Okay. Das ist kein allzu langer Weg. Ich habe 3 Minuten. Ich könnte halt maximal jetzt noch 2,5 Herzen da rausholen aus der Maschine. Kann ich sonst irgendwas Überkrasses aus der Maschine rausholen? Was kann die Maschine noch so droppen? Ich glaube, Karten. Ja. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man dann da was Brauchbares droppt, ist halt auch wieder so übelst gering. Ich traue mich nicht. Ich würde lieber hier durchgehen jetzt. Ich würde lieber hier durchziehen. Puberty. Hä? Wieso hat's... Ich bin so dumm! Ich trag die... Ich muss irgendwas eingesammelt haben, dass ich 2 Sachen tragen kann. Ich trag Perthro bei mir. Ich trag Perthro bei mir. Ich trag Perthro bei mir. Okay, wie wechsle ich denn da nochmal durch? Scheiße. Kann ich das in den Controls nachlesen? In die Controls. Ich kann die Controls nicht. Kann nur Exchange. Kann man die Controls irgendwo nachlesen spontan? Ich trage Perthro einfach bei mir, aber wie wechsle ich ihn da hin und her, ohne dass ich jetzt Two of Diamonds einsetzen würde? Ja, lol. Ja, lol. Okay, keine Ahnung. Bevor ich was Falsches drücke, wie zum Beispiel Reset. Lass mir es einfach. So. Damit hat sich alles erledigt und wir können hier reingehen.
Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Irgendwas. Heißt es nicht Blue? Blue? Nee, wie heißt denn das Ding? Irgendwas mit Blue, glaube ich. Ah ja. So heißt es. Okay. Ach, siehst du, Schlüssel braucht man hierfür ja auch nochmal. Ah, habe ich komplett verdrängt. Ja, nice, nehmen wir mit. Okay. Mehr Sachen freigeschaltet, ist immer gut. Ist das HP? Ja, aber dann verdränge ich jetzt ja mein. Na, wobei, ist ja gut, HP würde ich ja mitnehmen, ne? Ah, das ist die Bloodbank, na, das nehmen wir nicht mit. Das nehmen wir mit. Mehr Damage up ist, mehr Damage up ist, mehr Damage up. Jetzt ist die Frage, Shop oder diese Räume? Ich glaube, in den Räumen war jeweils so Choose One und im Shop könnte ja noch ein Schlüssel sein. Also gehe ich erstmal Schlüssel. Genau, da ist mein Schlüssel. Was macht die Kiste? Ich habe keine Ahnung, was die Kiste macht. Wir lassen das jetzt erstmal liegen. Wir lassen das jetzt erstmal liegen. Wir gehen mal hier rein. Dann nehme ich auf jeden Fall das hier mit. Da braucht man gar nicht rerollen. Ich weiß gar nicht, ob das auch bei dem Laser jetzt den gleichen Effekt hat, aber ist egal. Und dann gehen wir noch hier rein. Ich weiß bei beiden nicht, was es ist. Ich weiß bei beiden nicht, was es ist, deswegen würde ich rerollen. Und ich hoffe, dass ich damit nichts falsch mache. Ich weiß auch hier bei beiden nicht, was es ist. Aber das da oben sieht nicht verkehrt aus. Okay. Irgendwie ist mein Schuss jetzt komisch geworden. Irgendwas habe ich Komisches gemacht. Okay, aber der Schuss ist zum Glück sowieso zielgesichert. Von daher sollte das passen. Ah, mein Schuss geht auf. Oh. Oh shit. Mein Schuss geht auf das Kreuz. Oh shit. Aber da mein Schuss zielgesuchend ist, sollte das passen. Das war vielleicht nicht das Beste, was ich einsammeln konnte. Okay, ja, never mind. Ach, ich glaube, ist das nicht das Item, was mir die Dings verdoppelt? Genau. Kann ich auch einmal machen. Und dann haben wir alles doppelt und dreifach. Das ist doch garantiert nicht verkehrt. Soll ich das weiter mitnehmen oder? Ich meine, ich kann ihm jetzt einmal Brimstone reindrücken. Kann ich nicht mal, er ist ja nicht aufgeladen. Ich nehme meine durch. Ich mache das hier. Ich nehme das hier weiter mit. Weil dann verdoppel ich zum Beispiel Bobs Brain. Ich weiß nicht, ob das so eine coole Idee ist. Aber hey, scheiß drauf. Was kann schon schief gehen? Was kann schon schief gehen? Ich hoffe, wir haben alles richtig gemacht. Wahrscheinlich nicht. Egal, wir probieren es aus. Ach, Hasch heißt der Typ. Ja, wie gesagt, zum Glück ist es zielsuchend und dann ist es relativ egal, wohin ich das Zeug setze. Aber hey. So, der Anfang ist natürlich easy. Ja, das ist ja nur die Billigkopie. Geht ja erst dann richtig los. Ich habe halt zum Glück viele Sachen, die mich ausweichen lassen. Ich bin zum Glück sehr gut aufgeladen. Aber ihr seht ja, das Ding ist der Damage und so weiter. Das wird alles bei diesen Bossen, bei diesen Hauptbossen, sage ich jetzt mal. Hasch und der andere, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Den man bei The Void kriegt. Das wird ja zurückgesetzt, die Stats, ne? Also was du hast, hast du. Aber die Stats werden sozusagen so als ausbalanciert, so könnte man es nennen. Und das ist halt dann schon übel. Also der Damage nützt nichts, aber die Effekte, die du halt hast, die bringen dir weiterhin was. Wie zum Beispiel, dass hier ganz viele Spinnen dann spawnen und die natürlich weiterhin Schaden machen. Dass ich ihm jetzt ganz viele Bob Brains ins Gesicht drücke. Und so weiter. Und da jetzt einmal sozusagen Krampus Head einsetzen, ist es dann irgendwo auch nicht wert. Dann nehme ich lieber das Dings mit und verdoppel meine Bob Brains und kann dann irgendwann mal vielleicht mit einem Schlag einen Boss weg erledigen, weil ich acht Bob Brains dem ins Gesicht drücke.
kommt hier der ganze Quatsch. Aber das ist halt jetzt, ne? Deswegen ist es super gut, dass wir den zielsuchenden Laser haben. Bisschen blöd, dass ich dieses Ding eingesammelt habe. Ich würde nie mehr dieses Homing Shots dieses Fadenkreuz einsammeln. Aber in dem Fall, da ich zum Glück Homing Shots gleichzeitig drin habe, habe ich da echt Glück gehabt, dass mir das jetzt nicht den One versaut. Weil das hätte mir hier ordentlich, wenn ich nicht mehr richtig zielen kann, mit dem Laser gerade ist das richtig dumm. Das wäre nicht so cool gewesen. Aber so ist das okay. So kann ich damit leben, was ich getan habe. Okay. Und wir haben den Slow... Stimmt, wir haben ja auch noch den Slow-Effekt. Richtig, den habe ich komplett vergessen. Den haben wir ja auch noch. Ja, moin. Ey, wir kommen hier fast damage-free durch. Das ist unglaublich. Warum schießt der eigentlich hier runter? Was ist da? Was ist da drüben? Nix. Hä? Okay. Yo! Lass das mal, Kollege. Wo gehen die Tiers hin? Mir kann es egal sein, solange der Laser trifft. Aua. Also, dass ich da jetzt nicht ausweichen kann, war schon dumm. Ich meine, nicht schlimm, wir kriegen Hashdown. Ich bin begeistert. Hätte es nicht gedacht. Damit war das auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Das war Hasch. Das war Hasch. Und damit haben wir The Void freigespielt. Ich bin begeistert. So, The Void kommt jetzt aber noch nicht, weil wir es jetzt erst freigeschaltet haben. Sehe ich das richtig? Also brauche ich gar nicht versuchen, nach The Void zu gehen. Okay. Ich habe Dings eingesammelt. Damit gehen wir nach Satan. Sheol. Sheol hieß das Ding. Und jetzt werden wir auch gleich wieder wissen, wie das andere Ding hieß. Ich habe es halt komplett vergessen. Ich weiß es nicht mehr, ne? Wie der andere Ort heißt, der dann das Äquivalent zur Chest ist. Jetzt kriege ich immer mehr Bob's Brain. Das ist uns denn. Ach, ist das nur für den Raum? Ich dachte, die... Ach so, das ist nur für den Raum. Da war ich wieder ein bisschen lost. Egal, wenn es nur für den Raum ist, ist es auch wurscht. Ja, es ist nur für den Raum, die Kiste ist nur für den Raum. Ich dachte, das... Dann war ich ein bisschen lost. Sorry. Dann war das dumm. Dann war das dumm, die Kiste mitzunehmen. Dann wäre natürlich Krampus halt besser gewesen. Aber wir sind so OP, ich kann mir nicht vorstellen... Au. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Yo, die schießen weiter. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ah, mein Gott. Ich hol die Karte nicht mehr. Ich wollte noch die Karte holen. Ich dachte, wenn der Raum gespielt ist, schießen die nicht mehr. Ja, war ein Irrtum. Ich möchte diese Verbindung, dieses Trinket, was die Verbindung hier zu dem Auge herstellt, möchte ich gerne lassen. Sieht nämlich cool aus. Deswegen werde ich jetzt kein anderes Trinket mitnehmen. Speed Up ist ganz okay, kann man mitnehmen. Ach, das zielt dahin. Die Tiers zielen zu dem... Ah, ja, ich verstehe. Ah, ja, damit verliere ich... Ja, damit haben die Tiers ein bisschen an Wirkung verloren, wenn ich das Ding nicht ordentlich positioniere. Na, das wäre dieses Homing-Tiers, dass die sozusagen danach gehen. Und deswegen macht der Laser das blöderweise halt jetzt auch. Das ist so ein bisschen kritisch. Aber gut. Wir haben keine Schlüssel mehr, wir haben aber Bomben. Damit kann man da reingehen. Okay. Ja, dann ärgere ich mich jetzt ein bisschen, dass ich Dings nicht mehr dabei habe. Hier mein Krampus-Head. Den hätte ich dann gerne Satan ins Gesicht gedrückt, aber was soll's. Was ist es? Knockdown ist in Ordnung, kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Nee, das machen wir nicht. Aber ich spreng mal kurz hier die Reihe. Die Reihe ist immer ganz gut. Judgment, das können wir nutzen. Nee, das lieber nicht. Das lieber nicht. Kollege, sorry. Das machen wir nicht. Dieses Judgment machen wir nicht. Ja, jetzt muss ich sozusagen mit meinem... Ja, das ist jetzt ein bisschen dumm. Jetzt muss ich immer gucken, dass die Tränen
auch dahin gehen, wo ich hier hinschießen will. Yeah. Blödes Item. Das hätte mir... Also das würde mir in einer anderen Situation würde mir das den Run verhageln. Das werde ich nicht mehr einsammeln. Das werde ich sowas von nicht mehr einsammeln. Okay, ich werde hier mal vorsichtig sprengen. Naja. Ganz wie ich wollte, was ist das? A to win. Da ich nicht weiß, was es macht, lassen wir es liegen, aber ich wollte es kurz eingesammelt haben, um es eingesammelt zu haben. Okay, wenn ich da in die Mitte kommen würde, wäre ich eigentlich dafür. Soll ich einen Schritt riskieren? Was kann maximal passieren? Ich kann maximal das blaue Herz und das schwarze Herz verlieren. Okay, nice. Ich meine, wir haben Geld. Wofür soll ich Geld sonst hergeben? Ne? Nehmen wir doch mit. Sonst komme ich auch noch safe raus. Nice. Sehr gut. In bevor ich habe irgendein Item eingesammelt, was mich eh überstachen laufen lässt, aber ich habe nichts davon mitbekommen. Okay. So, Bossraum gefunden. Ja, wo sind jetzt? Da. Tschüss. Fangabflug. Das ist so wie jetzt hört ihr auf zu schießen. Ich dachte, das machen die anderen Köpfe auch, aber die schießen einfach weiter ihr Brimstone auf mich. Frech. Okay. Satan. Erstmal Krampus wieder drauf. Aufs Gesicht geben hier. In your face. In your face. In your face. Satan auch in your hour. In your face, Satan. So, wiedersehen. Und dann das Ganze noch mit dem Füßchen. Mach. Nen. Abflug. So, Broken Egg freigeschaltet und weiter geht's. In den Raum, den ich vergessen habe, wie er heißt. Gleich wissen wir es wieder. Alles Wissen kehrt zurück. Darkroom, das war der Darkroom, richtig. Okay, nice. Nicht nice. Nicht nice. Gut, das können wir erstmal liegen lassen. Ein Herz können wir uns also wiederholen. Suchen wir den Boss und dann nix wie raus hier. Dann war das mit einer der erfolgreichsten Runs, die ich jemals gespielt habe. Wow. Ich meine, wir haben noch nie Void freigeschaltet, ne? Wir können jetzt tatsächlich irgendwann auch mal Void besuchen. Ich bin begeistert. Ich werde zwar niemals... Yo! Ich werde zwar niemals Dings besiegen. Hier den... Wie heißt der? Der wird irgendwie mit D geschrieben. Wie heißt denn dieses Ding? Wie heißt denn dieses verdammte Ding? D... Ich glaube, er wird mit D geschrieben. Aber ich weiß es nicht. Also, das ist der Hauptboss. The Void ist sowieso krass, wo man nochmal allen anderen Bossen so ein bisschen begegnet. Das ist eine richtig üble Stage. Habe ich ja bisher nur gesehen. Ich habe es nicht selbst gespielt. Aber einfach mal The Void freigeschaltet. Ich bin begeistert. Wir werden irgendwann The Void noch sehen. Faszinierend. Hätte ich ja nicht gedacht. Also, definitiv eine gute Geschichte, mal wieder mit Isaac anzufangen. Definitiv eine gute Geschichte, mal wieder mit Isaac anzufangen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht meinen Shot verschlechtert. Shrinkshot. Keine Ahnung, was das macht. Jetzt ist es blau geworden. Wird schon passen. Ja, wir machen immer noch Schaden. Alles gut. Solange der Schaden bleibt, ist alles in Ordnung. Hauptsache, wir waschen durch. Und dann ist alles optimal. Da müssen wir uns auch nicht hier Sorgen machen. Ist irgendwas... Okay, Daddy Longlegs. Ist die Sackgasse. Aber auch das völlig okay. Die Kombination, ne, von den Homing-Shots, die wir durch den Engelsraum bekommen haben. Wir haben halt auch übelst Item... Also, das Item-Glück, was wir in diesem Run hatten, ist insane. Die zwei Engelräume, die wir bekommen haben. Und die beiden genialen Items, die wir dadurch mitgenommen haben. Wafer, ne? Wafer und Homing-Shot-Dingens. Dieses...
Ich glaube, Damage Up plus Homing Shot ist es doch so gewesen. Insane. Insane, was wir an Items mitgenommen haben. Und gestartet haben wir mit Infested Shot, was auch schon mal ein gutes Item war, also. Ja, wir haben ja gleich, richtig, das war ja der One, wo wir gleich am Anfang übelstes Damage Up mitgenommen haben. Also wirklich auf die übelste Sorte. So, kann man hier noch reingucken. Ich gehe jetzt keine Pillenrisiken mehr ein. Wir gehen jetzt einfach. Bevor ich. Ach, The Lamb war es. Richtig, The Lamb. Na, bevor ich mich hier noch irgendwo raus teleportiere, lassen wir das lieber einfach sein. Und hauen ihm ins Gesicht. Und damit endet ein unglaublicher Run. Was? Was ist das? Was ist ein Victory Lab? Das habe ich noch nie gelesen. Was ist das? Ich meine, das Achievement habe ich bekommen. Ich kann mir jetzt nichts mehr versauen, oder? Ich mache Yes. Ich weiß nicht, was es ist. Okay. Hä? Ach. Ach, ist das jetzt sowas wie New Game Plus? Dass man jetzt mit der Ausrüstung einfach noch eine Runde weiterspielt? So, und dann einfach alles wegrasiert? Ist das sowas? Das geht aber jetzt bestimmt nicht mehr. Das zählt bestimmt jetzt nicht, wenn ich da irgendwas Krasses einsammle oder so, zählt es bestimmt nicht mehr in irgendwelche Achievements ein, oder? Oder können wir jetzt mit dieser Ausrüstung The Void besuchen? Ich glaube nicht, dass das in die Achievements reinzählt. Aber das möchte ich jetzt mal durchziehen. Das ziehen wir jetzt mal durch. Das ziehen wir jetzt aber sowas von mal durch. Das habe ich noch nie gesehen. Seit wann gibt es denn sowas? Ich sehe, dass da ein Stein ist, aber es nützt mir nichts. Also gut, er könnte ein Item haben. Ja, kein Item. Ja, das ist ja insane. Also würden jetzt Items, die ich hier einsammle, würden die jetzt zählen? So als neue Items? Weiß ich halt nicht. Wäre jetzt ärgerlich, wenn ich jetzt irgendwelche Items ziehe, ne, die ich bisher noch nicht hatte. Wenn ich jetzt irgendwelche Items ziehe, die ich noch nicht hatte, und dann zählen die nicht mal. Oh, wir waren schon im Itemraum, ich bin dumm. Wir waren schon im Itemraum. Was war denn da drin? Bin ich jetzt komplett bescheuert? War ich da wirklich drin? Ja, was immer da drin war, ich war drin. Ich hab einfach schon wieder vergessen, was da drin war. Ich kann mich schon nicht mehr an. Keine Ahnung. Gehen wir zum Boss. Victory Lab? Seit wann gibt's das? Habe ich das bisher einfach immer verdrängt oder gab's das bisher noch nicht? Ja, nee, ist okay, klar. Nehmen wir alles mit. Was zur Hölle? Was ist das hier? Es würde mich echt wahnsinnig interessieren, ob wir jetzt so praktisch in Dings dürfen. In The Void. Aber das wäre ja... Das wäre ja dieses andere. Das wäre ja dieses andere. Kannst mir nicht vorstellen, dass jetzt hier... Ich glaube nicht, im Victory Lab müssen Achievements ausgeschaltet sein. Ansonsten... Das wäre ja... Weil dann kannst du ja eine... Also du kannst... Nee. Nee, das glaube ich nicht. Glaube ich einfach, ich nehme den Joker natürlich. Ah ja. Wir haben doch... Jetzt haben wir zweimal Bob's Brain. Jetzt haben wir wirklich zweimal Bob's Brain. Auch interessant.
Achso, jetzt könnte man theoretisch auch die gleichen Items nochmal ziehen, ne? Cool. Ja, okay. Moin. Ja, ich nehme einfach alles mit. Tschüss. Ja, das ist jetzt halt wirklich Schwachsinn. Das zählt niemals in die Achievements rein. Niemals. Dann könntest du ja mit einem One danach alles andere holen. Aber ich will es einfach mal durchziehen jetzt. Ich werde mich nie wieder so OP fühlen. Holy shit. Holy shit, ist das genial. Jo, wahrscheinlich. Oh, was mich aber jetzt wirklich interessieren würde, wenn ich jetzt im Shop in die Maschine einzahle, ob das nochmal zählt, weil wir sind bei der Maschine ja fast wieder ganz oben. Ja, aber ich habe ja eigentlich schon mal alles eingezahlt, ne? Ich glaube, ja, aber warum nicht? Weiter größere Bomben mitnehmen? Immer. Immer. In Kombination mit Pops Brain? Sicherlich eine gute Idee. So, hier, was immer du bist, ich nehme dich mit. Ach, das ist ein... Okay, da ich das noch nie hatte, werde ich es mal ausprobieren und gucken, was das macht. Scheinbar ist es ja was ich immer wieder einsetzen kann. Wir probieren es einfach mal aus. Die Spinnen, Alter! Okay, toller Raum, um es auszuprobieren. Ach, das ist ein Einmal-Item. Das kann ich nur einmal einsetzen. Ich verstehe. Oh, und zwar einmal pro... Also einmal in der Ebene. Yo! Das klärt mir eine komplette Ebene. Verstehe ich das gerade richtig? Das klärt mir eine komplette Ebene. Okay. Hatte ich noch nie, aber insofern cool. Das ist ja nicht mehr normal, du. Klärt das auch den Boss? Nee, es macht nur Schaden, okay. Insane. Außer es reicht, dann macht's doch. Dann haust du ihn doch komplett aus. Alter. Ja, was? Okay. In Ordnung. Ja, wahrscheinlich schießt das Feuer noch auf mich. Okay, alles gut. Alter, was war das denn? Diese Bombe. Holy moly. Ja, okay, jetzt zählt's nicht mehr. Was ist das? It's a hard nut to crack. Ja, keine Ahnung. Alles klar, Mom.
verstehe das voll. Heißt der Delirium? Heißt der Typ Delirium? Also der Void-Typ? Ich glaube, der heißt Delirium oder sowas. Ah, ich muss da durch, ne? Dass mich immer noch treffen lasse, ist schon traurig. Komm, Boss, danke. Wobei, haben wir den Itemraum schon? Oh, wir haben den Itemraum noch nicht. Ach komm, scheiß auf Itemraum. Wir weiter. Jetzt nehmen wir auch hier alles mit. Jetzt nehmen wir auf jeden Fall auch hier alles mit. Egal was es ist, ich nehme jetzt alles mit, was ich kriegen kann. Ich will mich jetzt einfach... Ne, es ist ja Inwan, der ist ja durch. Der Wan ist ja durch, das ist ja das Victory Lab. Yo, Curse of the Maze, alles klar. Nein, 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 ich will schön dieses Ding behalten. Ich werde zwar Trinkets kurz einsammeln, dass man sie mal gehabt hat, falls es was nützt. Aber ansonsten werden wir schön alles behalten. Es wäre schon cool, wenn man jetzt so The Void besuchen könnte. Zumindest könnte man es dann mal sehen. Dann könnte ich es euch mal zeigen. Na? Dann würden wir es zwar nicht schaffen, aber ihr hättet es mal gesehen. Das wäre schon alleine cool genug. Ja, wow. Der Profi lässt sich wieder treffen. Cooler Raum. Ach so. Ach, geh heim. Darf ich jetzt darunter? Bestes Space-Item. Jawohl, die Kerze nehmen wir auch noch mit. Die habe ich komplett vergessen, dass es die gab, lul. Okay. Ach, it's... Man glaubt es nicht. Ich werde vor allem jetzt gar nicht mal dran denken, die Kerze einzusetzen, einfach weil, ne? Der Raum ist ja sofort geklärt, so brauche ich die Kerze gar nicht mehr. Boss. So, diesmal hier wieder, zack. Muss man eigentlich den Boss wasch machen, um zu Dings zu kommen? Ich weiß es gerade gar nicht, ich mache einfach schon. Aua. Das war dumm. Ich glaube, der Zahn ist okay. Ach, das ist... Ja, das ist ein anderes Spacebar-Item. Das war dumm. Brauche ich nicht. Gib mir meine Kerze wieder. Die Kerze ist halt auch... Normalerweise ist die Kerze halt alleine schon großartig, wenn man sie bekommt, ne? Aber... Ich hab die komplett vergessen, dass es die Kerze jemals gab. Was auch witzig ist. Wo ist denn mein Zieldings? Ich habe gerade einfach keine Worte dafür, was hier passiert. This is insane. Braucht die Kerze gar nicht einsetzen, ganz ehrlich, das war ein Quatsch.
Ja, bevor ich bis ich da was treffe, ist die durch. Wow. Ich hab mich tatsächlich treffen lassen. Na, wie viel sind es denn jetzt noch? Ist ja fast schon langweilig. Mich interessiert es ja nur, ob man jetzt in The Void kann oder nicht. Ich meine, selbst wenn es nichts bringt, selbst wenn es nichts auslöst, kann ich es halt mal zeigen. Das ist das Ding. Und so käme ich halt auch durch. So käme ich halt auch durch The Void mal durch. War es das? Ja, wie oft... Das ist das meist eingesammelte Item in diesem One. Fucking Poison Touch. Okay. Weiter. Aber vielleicht kann ich dann auch Delirium einfach mal zeigen. Also es wird garantiert nicht zählen, dass man ihn abschließt. Das wär komplett bescheuert. Das wäre komplett bescheuert, würden sie das zählen lassen. Aber dann kann ich es mal zeigen. Das ist das Ding. Ich glaube, er heißt Delirium. Ich nenne ihn jetzt Delirium, bis ich seinen richtigen Namen erfahre. Solange nenne ich ihn Delirium. Updates davon. Stabil. Irgendwo reingelaufen. Egal. Who cares? Insane wäre es, so einen Victory Lab zu versauen. Ich glaube nicht, dass das geht, aber... Ja. Zumindest nicht diesen. Also, diesen Victory Lab versauen kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde noch gerne Guppy werden. Guppy ist immer cool. Aber Guppy werden wir wohl eher nicht mehr. Dafür fehlen uns zu viele. Dafür fehlen uns halt die ganzen Items. Das ist ja klar. Ich glaube, wir haben nicht ein Guppy-Ei. Oh, wow. Großartiger Weg. Ich glaube, wir haben nicht ein Guppy-Item. Hör halt auf zu schießen. Oh, sonst geht er nicht auf. Der College. Na komm, du kannst auch jetzt kommen, Boss. Es ist okay. Du brauchst dich nicht länger verstecken. Wir klären das jetzt einfach. Okay, wir ziehen das jetzt einfach durch. Easy, dankeschön. Easy going. Kommen wir zu nix, ich kann es nicht mal einsetzen. Ich kann es nicht mal einsetzen, mein Feuer. Oh ja, wir fliegen noch nicht, stimmt. Wir können noch gar nicht fliegen. Jetzt können wir fliegen. Gar nicht gesehen, dass da ein blaues Herz gespawnt ist. Der Weg könnte aber wirklich zum Boss schon führen. Das ist schon mal gut. Das ist ein gutes Zeichen, dass es hier gleich weitergeht. Hier geht's noch weiter. Ciao. Sehe nicht mal, was er mir geben würde. Na, das nehme ich mit. Sehr gut. Ich habe ja gerade erst das Zeug hergegeben.
auf dem Terrain wird. Nein. Nimm das Ding hier weiter mit. Dann haben wir den coolen gelben Strahl. Ah, hier geht's gar nicht weiter. Ja. Auch nein. Ja, ich habe die gar nicht gesehen, dass hier Herzen gedroppt sind. Aber wahrscheinlich durch das Kreuz, ne? Und dann sehe ich das nicht rechtzeitig. Nur kurz, dass ich es eingesammelt habe. Falls es irgendwas registriert, dass es einsammelt. Wahrscheinlich registriert es nichts. Aber ist ja egal. Es ist bestimmt wie so in Challenges, dass so ein Victory Lab eben keine Achievements und so weiter auslösen kann. Es wäre halt komplett dumm, wenn es das könnte. Es wäre komplett dumm, wenn es das könnte. Ich würde es zwar feiern, aber ich glaube es nicht. So. Alles klar. Jetzt bin ich aber trotzdem gespannt, wie in dieser Konstellation Hasch jetzt läuft. Ich meine, der Damage wird ja wieder reduziert, ne? Der Damage wird ja wieder reduziert. Aber wir haben ja trotzdem so viel insanes Zeug dabei. Und kriegen jetzt noch mehr insanes Zeug. Vielleicht. Ja, das haben wir schon, aber das kann man einfach nochmal mitnehmen. Warum nicht? Ich weiß gerade nicht, was das macht. Ich traue mich gerade nicht. Ich weiß gerade echt nicht, was das... Ach ja, ich wollte einzahlen. Null. Okay. Alles klar. Ich weiß gerade echt nicht, was das macht. Ich sammle es jetzt gerade mal lieber nicht ein. Nicht, weil ich mir den Run versauen würde, damit es wäre jetzt egal, aber... Das da unten habe ich noch nie gehabt. Oh, jetzt kann ich das drehen. Okay, das ist jetzt viel besser. Das ist jetzt viel besser. Jetzt kann ich auch schief schießen. Das macht es jetzt viel einfacher. Das macht das Treffen jetzt wieder viel einfacher. Sehr gut, das war wichtig. Das war gut. Das hat jetzt den Effekt von vorn wieder zurückgemacht. Jetzt kann ich hier... Das ist cool. Da bin ich dafür. Ist das Mom's Pearl? Das war das, was einem, glaube ich, den Run verhageln kann. Das nehmen wir nicht mit. Aber das hier ist cool. Okay, Abflug. So. Wobei, bei den Tiers, die wir haben, könnte ich eigentlich, ne? Ich glaube, das ist besser als die Kerze in dem Fall. Weiß es nicht. Nee, das lädt sich ja wieder auf und das andere nicht. Wir gucken aber kurz mal die Tiers an, was das für Tiers wären. Bäm. So. Das lädt sich ja wieder von selbst auf. So, lass mich rinnen. Hey, unsere Flamme hat mal getroffen. Ja, das Ding ist ja dadurch, dass, wie gesagt, hier der Damage skaliert wird. Ne? Dadurch, dass hier der Damage skaliert wird, kann man, glaube ich, jetzt tatsächlich ein paar Mal die Flamme einsetzen. Ja, ihr seht es, ne? Ihr seht es, der Damage wurde wieder skaliert und deswegen dauert es tatsächlich entsprechend, bis man hier mal trifft. Also es dauert nicht, bis man trifft, sondern es dauert, bis man den Down hat. Und dann macht die Flamme zusätzlich natürlich nochmal Damage. Dann kann ich dir da schon ab und zu mal reinknallen. Gerade gar nicht, ne? Ja. Au. So, jetzt kommen wieder die Fliegen. Und je mehr Gegner er spawnt, umso mehr Spinnen spawnen ich, umso mehr Schaden macht er damit. Na, was los? Komm raus. Wir haben doch keine Zeit. Wird das blöderweise übrigens doch wieder eine längere Eisfolge, wollte ich gar nicht.
Aber ich hätte jetzt auch keine extra Folge nur für den Victory Lab gemacht. Das ist halt auch blöd. Zumal ich anfangs nicht wusste, was es ist. Na komm, mach dich weg. Ach, komm halt hoch jetzt. Muss ich aufhören zu schießen, dass er dann da rauskommt? Ah, ja moin. There we go again. Aua. Ah, jetzt ist er wieder unten. Jetzt ist er wieder draußen. Ja, das hatten wir vorhin auch. Davon sind wir auch einmal ein paar Mal getroffen worden. Das war nicht so nett. Ja, und jetzt geht der Void auf. Nice, hier ist dann nämlich der Void. Wenn man ihn schafft, geht dann der Void hier auf. Ich kann euch The Void zeigen, es ist insane. Ich kann euch einfach The Void zeigen. Leider wird es nichts nützen, weil wir sozusagen, wir spielen es jetzt außer Konkurrenz. Aber ich kann es euch zeigen. Und ich bin zum ersten Mal selber in The Void. Sehr schön. The Void ist eine Stage, in der man, die praktisch so eine Mischung aus allen bisherigen Stages ist. Ihr werdet auch sehen, dass alle Arten von Räumen hier vorkommen. Ne? Hier haben wir sozusagen die ersten Räume nochmal. Wir hatten gerade Flood Caves, was glaube ich. Und das trifft hier alles aufeinander. Und in The Void muss man, ich glaube, 7 oder 8 Bosse finden. Ich weiß nicht, ob es die gleichen sind, die man in dem One hatte. Also es ist eine riesige, riesige, riesige Stage. Mit ganz vielen Bossräumen. Und am Schluss, wenn man sozusagen alle Bosse erledigt hat, dann kommt man zum Schlussboss. Delirium. Ich glaube, er heißt Delirium. Sollte er anders heißen, werden wir es gleich sehen. Ich nenne ihn weiter einfach Delirium. Weil ich es kann. Oh, hier geht es gar nicht weiter. Stabil. Okay. Whatever happened. Deswegen, wenn wir jetzt das erste Boss-Symbol auf der Karte sehen, ist das noch nicht das Ende der Stage. Ganz im Gegenteil. Na, das ist dann der Anfang, mehr oder weniger. Aber wir kommen hier trotzdem jetzt schnell durch und das ist das Gute. Deswegen kann ich euch einfach mal die Stage zeigen. Die Stage selber zu schaffen ist, glaube ich, auch nicht das große Problem, aber halt der Boss ist dann. Der Boss ist dann nochmal insane. Okay, Cancer würde ich jetzt fast dem anderen vorziehen, oder? Und wir bleiben bei Cancer. Wieder nix. Jetzt haben wir noch nichts gefunden. Es kann halt sein, dass die Bosse alle in einer Ecke sind, so, ne, dass die sich alle zusammentummeln. Dass man von einem Raum dann gleich zu 3 Bossen kommt. Aber die können auch gut verstehen. Okay, da ist der erste. Aber die können auch gut verteilt sein. Hä? Ich erzähle einen Schmarrn, ich komme einfach direkt zu Delirium. Ja, moin. Ich dachte, man muss erst... Hä, muss man nicht erst Bosse besiegen? Ist das jetzt anders? Habe ich irgendwas falsch erzählt? Ich dachte immer, wann immer ich irgendwo Delirium gesehen habe, dass da ganz viele verschiedene Bossräume vorher nochmal kommen. Bevor man zu Delirium kommt. Jetzt kommen wir einfach direkt zu Delirium. Oder ist es Glück? Und man findet erst andere Boss und dann... Und Delirium ist einer von denen. Habe ich jetzt einfach Glück gehabt und direkt Delirium gefunden. Kann auch sein, dass es so funktioniert. Ich weiß es ja nicht hundertprozentig, ne? Okay, aber man merkt jetzt auf jeden Fall, mit der Ausrüstung, die wir haben, die zwar nur entstanden ist, dadurch, dass wir 2 Runs gespielt haben, ne? Aber Delirium... ist dann erstmal in der ersten Version machbar. Aber da kommt noch mehr. Das ist nicht Delirium, ne? Das ist erstmal so ein... Ihr seht ja, ne, der wechselt einfach nur die verschiedenen Bosse durch. Das ist noch nicht Delirium selbst. Wollte es nur erwähnt haben.
Wahrscheinlich erzähle ich es jetzt auch falsch und er gilt gleich als besiegt. Aber nein, das ist nicht Delirium selbst. Das ist der Anfang vom Ende. Das ist Delirium. Ja, Moment, aber... Kämpfe ich jetzt noch nicht? Ja, ich doch, mein Kämpfer habe ich. Oder kämpfen wir jetzt nicht mehr richtig gegen Delirium? Ich habe keine Ahnung. Ach, er wäre damit jetzt sogar geschafft. Ja, okay. Ja, okay. Ich wollte noch zu Big Satan, aber das geht jetzt gar nicht mehr. Habe ich nicht gewusst. Dann können wir uns jetzt das Ende trotzdem... Dann kriegen wir jetzt das Ende, wenn man Delirium besiegt, obwohl wir Delirium nicht wirklich offiziell besiegt haben. Finde ich gut. Ich lasse die Credits jetzt mal durchlaufen, als hätten wir gerade wirklich das Spielfinale abgeschlossen. Aber, da wir jetzt wirklich The Void freigeschaltet haben in diesem absolut unfassbaren Run, werde ich mir als Ziel doch noch setzen, dass wir auch mal Delirium besiegen. Doch, jetzt bin ich heiß. Jetzt bin ich heiß, auch mal Delirium zu besiegen. Dafür muss man halt wieder innerhalb von 30 Minuten zum Herz kommen, ne? Man muss Hush besiegen und dann geht's weiter zu Delirium. Insane. Ich hätte nicht gedacht, dass wir im Let's Play jemals Delirium sehen werden. Ich hätte es nicht gedacht. Jetzt haben wir ihn auf die Art und Weise gesehen, ne? Normalerweise wäre ich da vielleicht nicht hingekommen. Aber krass. Krasse Geschichte. Jetzt leider noch mal ein Stundenpart geworden, aber ich glaube, das war's wert. Der Victory Lab, ey. Ich meine, jetzt in Zukunft werde ich kein Victory Lab mehr spielen, keine Sorge. Aber das war lustig. Ich habe es jetzt vor allem gemacht, um euch mal Delirium zu zeigen. Ne, also eingestellt müsste jetzt sozusagen das sein, was wir jetzt geschafft haben mit genau, Boss Rush haben wir geschafft, dann Dings haben wir geschafft und ich weiß nicht, was das untere ist. Was ist das untere? Das haben wir mit anderen auch schon, ne? Mit Judas haben wir das. Was ist denn das? Ach, Hush. Das ist Hush. Das ist Hush. Es gibt, glaube ich, für Delirium nicht mal ein Symbol. Sehe ich das richtig? Ich glaube, es gibt für Delirium nicht mal ein Symbol. Na, das da, das Symbol unten rechts müsste Hush sein. Ja. Das Symbol unten rechts müsste Hush sein. Weil das Symbol, ich gehe mal kurz auf Isaac, wo wir, glaube ich, alles haben. Nee, wo haben wir denn alles? Da haben wir alles. Bei Judas haben wir. Ah ja, weil Judas auch ein ganz krasser Typ ist. Das unten links ist Big Satan. Ja, wenn man die zwei Schlüssel von den Engeln mitnimmt und dann in der Chest den Big Satan Raum betritt oder eben in... Ich komme noch drauf, was nach der Satan Stage kommt. Ich komme nicht mehr drauf. Ich hab's vergessen. Egal. Jedenfalls, ne, da gibt's die Tür auch. Die gibt's praktisch in beiden. Die gibt's in Chest und in einem Gegenstück von der Chest. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Wir waren gerade eben drin. Ist egal. Aber ja, das war ein sehr cooler, sehr, sehr cooler Lazarus One. Also der erste. Dann der Victory Lab war natürlich jetzt einfach nur Spaß. Aber coole Geschichte.
Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich bin jetzt wieder, jetzt bin ich wieder richtig heiß auf Isaac. Jetzt bin ich heiß auf Delirium. Ich will Delirium normal schaffen. Ich will irgendwann Delirium normal schaffen. Das heißt, wir müssen die nächsten Ones immer für den Speedrun gehen. Das heißt, wir müssen es auf jeden Fall mit Charakteren probieren, wo wir den Speedrun nicht haben. Ja, okay. Aber wenn wir dann mit sowas mit The Lost versuchen, ist halt auch wieder blöd. Das ist dann halt vielleicht nicht das Klügste, ne? Mit Lilith ist es vielleicht auch nicht so einfach. Guck mal, mit Lilith haben wir nichts geschafft bisher. Scheiße. Also außer hier, Guidia. Haben wir sonst mit Lilith nichts geschafft. Oh Gott. Ich weiß aber nicht, ob ich es probiert habe. Oh, Keeper ist auch übelst krass. Also ich werde niemals mit allen Charakteren alles haben. Das nicht. Aber vielleicht gehen wir... Ich würde sagen, wir gehen mit Judas. Mit Judas haben wir nämlich noch nicht den Hard Speedrun. Dann könnten wir mit Judas eigentlich nächstes Mal nach Void versuchen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Ich glaube, wir gehen mit Judas mal nach Void. Weil der halt damage-technisch insane schon ist. Und wenn ich den so ein bisschen mit Herzen hochbekomme, könnte das ganz gut laufen. Wir werden sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, sage Tschüss.